So. Dann brauchen wir gleich. Also noch ein bisschen. Zwei, drei Tower bauen wir hier noch hin. Und dann bauen wir gleich weitere Produktionsstätten. Der Katapult können wir vielleicht auch mal gönnen. Wobei, richtig viel bringt das nicht, ne? So, hier muss auf jeden Fall noch mehr, weil wir ja hauptsächlich oben stehen, muss hier halt wirklich die Wand stehen. Und ich glaube, das ist jetzt der Fall mit dem. Also ich denke, jetzt legen wir das erstmal ad acta. Blöd wird's, wenn gleich hier, vermutlich werden sie hier kommen, irgendwann Lufteinheiten von da kommen. Also da müssen wir uns dann vielleicht drauf einstellen, dass wir da anders reagieren. Was wir allerdings jetzt als erstes mal machen, ist, wir holen uns nochmal so eine Beastery. Das kann ich. Holen uns dieses Netz und holen uns dann auch Kodobestien. Kodobestien nicht, ich meine eigentlich hier Rider. Kodobestien wären vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? So, jetzt bin ich erstmal zufrieden mit dem, was wir haben an statischer Verteidigung. Da kommen erstmal weitere Lufteinheiten. Bin ich sehr froh, dass wir so viel statische Verteidigung haben. Wir könnten dann auch gleich mal überlegen, ob wir weitere Barracks bauen. Ich denke, ja. Ich denke, das sollten wir tun. Barracks. So, und noch einen, der es ebenfalls tut. Barracks. So. Speichern nochmal. Org 5. Ne, nicht 6. 5. 3. So, du kommst mit auf 7. Wir brauchen natürlich auch Upgrades. Holen uns hier was. Haben wir noch irgendwo so ein Upgrade-Gebäude? Hier, ja, das ist, glaube ich, für die Heilleute. Das muss auch mit hier drauf. Was ist das hier? Verbessert die Kampffähigkeit von Grunzern. Nehmen wir auch mit. Upgrades sind sowieso ganz nett, weil die aktuell sind wir noch bei kein Supply oder keine Kosten. Und das finde ich sehr, sehr stark gerade für uns. Ich denk drüber nach. Bereit zum Austritt. Das sollten wir auf jeden Fall erstmal dann eben dementsprechend auch nutzen. Diese Phase. Was ihr wolle. Indem wir in dieser Zeit vielleicht nochmal ein paar Tower bauen. Muss was getan werden? Wenn ich jemanden in StarCraft 2 sehe, der so im Multiplayer spielt, dann würde ich rumragen, aber in der Kampagnenmission ist das was anderes. Ja. Da kann man immer mal so ein paar Tower bauen. Zumal wir hier auch ordentliches Gold noch verfügbar haben. Also ich habe keine Angst, dass uns jetzt so schnell das Gold ausgeht. Irgendwann natürlich schon. Aber das ist doch soweit erstmal ganz dufte. So, Forschung abgeschlossen finde ich gut. Was auch immer das für eine Forschung war. Machen wir erstmal mal irgendwie hier. Haben wir noch eine zweite Kriegswerkstatt? Wir könnten eigentlich noch eine zweite Kriegswerkstatt gebrauchen. Kriegswerkstatt. Was ist denn hier? Wormel ist das, ne? Ja. Das kann ich. Hat jemand den Arzt gerufen? Das ist so ein Baum. Hütte den Baum! Ohne wirklich Schaden zu bekommen. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Sehr schön. Rache für Sulchin. So, ich glaube, jetzt kommen wir nicht mehr darum, Einheiten zu bauen. Wir holen uns auch ein paar Kuru-Bestien. Das heißt aber natürlich, dass unsere Kosten gleich steigen werden. Wir holen uns auch mal hier so ein Stronghold. Ich weiß gar nicht, ob das angreifen kann. Ich hoffe. Bei Festung ist das hier. Das kann nicht ausgebaut werden, kann nicht angreifen. Wahrscheinlich hilft uns das jetzt gar nicht, dass ich die upgrade habe. Aber einmal mache ich das jetzt trotzdem. Leute, dann sind halt 310 Gold verschwendet. Ja, man muss das ja auch mal in Erfahrung bringen. Dass manche Sachen, die man macht, nicht die richtigen sind. So. Ein paar Grunzer dazu holen. Das ist gut, dass der außerhalb der Map fällt. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold.
Gab es hier noch ein Upgrade für die Kodo-Bestien? Ja. Wir brauchen mehr Gold. Wir holen hier alle Upgrades, die wir kriegen können. Dazu gehören auch die hier. So, und der nächste Angriff wird nur abgewartet und dann machen wir uns mal nach oben auf. 5-4. Weil hier oben muss ja irgendwas sein, oder? Also ich denke, wir bleiben erstmal auf unserer Seite des Flusses. Dass dann zwingend das Sinnvollste ist, weiß ich nicht, aber wir bleiben da erstmal. So. So ein Luftschießviech. Wapern bitte alle hier hin. Wir können natürlich hier auch nochmal die Tower Wall ein bisschen nach oben ziehen, ne? Weil wir sind jetzt hier von oben ein bisschen ungeschützt. Abgeschlossen. Bereit zum Ausgleich. Ein bisschen schade. Rache für so Nahkampf-Upgrades. Hier gibt noch ein Upgrade. Du kannst nicht angreifen, ne? Gut. Dann war das eine Fehlinvestition, aber das muss ja auch mal sein. So, ein bisschen zurück. Leute, zieht euch mal ein bisschen zurück. Wir wollen, dass unsere Tower hier auch mitfallen. So, und jetzt gehen wir da drauf. So, du darfst auf jeden Fall auch mit angreifen. Gut. Ich gucke jetzt mal einmal nach da oben, was da so geht. Nach oben ist das Zauberwort. Kriegshäuptling? Ich denk drüber nach. Wie ihr meint. Kommen die Riesenwölfe hier. Da können wir uns aufleveln, das ist doch schön. Und Gold bekommen wir dadurch auch sogar. Ich denk drüber nach. Endlich. Oder oben ist was. Ich denk drüber nach. Forschung abgeschlossen. Wie ihr meint. Endlich. Okay, wir haben ein Katapult. Das kann da drauf schießen. Ich denk drüber nach. So, ihr sammelt euch hier quasi als Armee Nr. Eigentlich ist es Armee Nr. 3 sogar. Ne, ihr seid ja auch noch hier. Dann machen wir euch alle auf 2. 1 macht hier ein bisschen weiter. Und rennt hier gleich mal hoch. Was haben wir denn hier? Fuhrbolgs. Die sind böse. Also töten wir sie. Achso, das wollte eigentlich erst dahin rennen, aber er war leider schon da, bevor das so funktioniert hat, wie ich mir das erwünscht habe. So, wir haben noch bestimmt irgendwo Peons, weil die haben schon wieder so viel Geld, dass wir einfach noch mal hier unsere Verteidigung verstärken. Also hier ist jetzt schon wieder der nächste Angriff. Einmal hier drauf, einmal hier drauf. Hier drauf, so weit weg. Ja, kriegt ihr schon hin. So, Armee Nr. 2. Armee Nr. 1 ist hier am Goblin-Laden. Wie kann ich dienlich sein? Was hast du denn Nettes? Oh, hier ist noch. Ja, du bleibst trotzdem mal kurz hier. Und kaufst hier... Townportal. Oh. Musst du doch mal wieder mitfighten, weil hier ist ja ganz schön viel Böses. Wir machen ja ganz schön viel Schaden hier. Hm.
Wir müssen das gleich mal wieder verstärken, so wie ich das hier sehe. Kannst du mal bitte diesen Typen hier töten? Niemand darf überleben. Wie ihr meint. Jetzt zieh dich mal zurück nach Hause. Ich denk drüber nach. Wie ihr meint. Nicht sterben. Ich denk drüber nach. Endlich. Sag das Zauberwort. Zwei geht mal eben hier weg. Ich kann nicht mehr warten. Und wir verstärken hier gerade mal eins. Kriegshäuptling, ich denk drüber nach. Großer Heiltrank. Ich meine, wir können zwei kleine gleich kaufen, aber das ist natürlich nicht so effizient, weil die zwei Slots benötigen. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen also ich würde sagen, Gold. Wir machen auf jeden Fall gleich wir da oben weiter. Wir brauchen mehr Gold. Kriegshäuptling. Brauchen natürlich ein bisschen ausgewogenere Armee. Kriegshäuptling. Auch so ein paar Kuru-Bestien wären vielleicht gar nicht schlecht. So, nochmal speichern. 5, 6. Wie sieht's denn so aus? 13.000. Wir haben schon fast die Hälfte hier weggemeint. Also es geht immer schneller, als man denkt. Nicht mehr wahr. Deshalb würde ich ganz gerne jetzt die nächste Angriffsmöglichkeit in Aussicht gestellt bekommen, um ehrlich zu sein. Okay. Ein Stück zurückziehen. Die Range hier und dann drauf da. Alle auf den Baum. Ein Leben für die Horde. Ja gut, kriegt auch so hin. Ich verstanden. Gut. Jetzt sind wir schon wieder bei hohen Kosten. Das ist eigentlich gar nicht so geil. So, eins rennt da hoch. Kommen wir zum Goblin-Laden, da holen wir uns mal eben was zu trinken. Ich immer noch ein bisschen sehr angeschlagen bin hier. Ich kann nicht mehr warten. Ich denk drüber nach. Trink mal. Kann ich euch helfen? So, kauf trotzdem nochmal. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen Komm. Mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold. So. Endlich. Jetzt müssen wir mal endlich, wohlgemerkt, diese Viecher zerstören. Wie unser Held treffend formuliert hat. Schnell diese Vorbox ausschalten. Schon ist mal immer ein Schaman von hinten aus. So. Was ihr wollt. So, Clown des Angriffs. Die sind doch schön. Was haben wir hier? Ein Antimagietrank. Das Inventar ist voll. Okay. Wie ihr meint. Leit dem Helm 15 lang. Immunität gegen Zauber. Ist bestimmt nicht so schlecht. Behalten wir mal. Org 5, 7. Und bewegen uns mal weiter hier rüber. Ich baue mal gerade keine Einheiten. Endlich. Wie ihr meint. Endlich. Was haben wir denn hier für Katzen? Oh. Starke Katzen. Ja, du warst ja eigentlich. Ist ein Portal. Talisman der Gesundheit. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Wie ihr meint. Ich denk drüber nach. Wir rennen mal durch das Portal. Mal schauen, was dann passiert. Endlich. Ich denk drüber nach. Gar nichts. Ah, wir kommen von hinten. Währenddessen kommt übrigens unten ein Angriff. Sag das Zauberwort. Ja, Häuptling. Kein Problem. Ich würde eigentlich ganz gerne eben
bisschen mehr in der Reichweite hier der Tower kämpfen. Ich bin nicht so ganz, dass ihr die hier einfach ignoriert erstmal. So, jetzt geht hier mal daran. So, kaum Kosten. Da bleiben wir jetzt tatsächlich bewusst mal gerade. Versuchen wir unter den 70 zu bleiben. Deswegen laufen wir hier mal ein Stück weiter. So. Großer Heiltrank. Ich kann nicht mehr warten. Das bringt halt nichts. Wir sind halt geheilt. Ich wollte ihn auch gerade einfach trinken, aber selbst das ist halt irrelevant. Wie ihr meint. Ich denk drüber nach. So, was haben wir denn hier oben? Huiuiui. Wie ihr meint. Kriegshäuptling? Oh, zwei rennt doch nicht so weit nach vorne. So. Wir haben doch noch irgendwo Peons, oder? Ferdi mal. Oh, wir haben einen Tower verloren. Das geht ja mal gar nicht. So, Feuerkugel. Meine Güte, was werden wir denn hier mit Items zugeworfen? Ja, wir brauchen schon ein Stadtportal. Darf das Stadtportal nicht wegwerfen? Ach, du bist gar nicht der echte Held. Siehst du, so stark ist... Oh, ich hätte den anderen Spell nehmen sollen, ne? So stark ist, dass nicht mal ich durchschaue mein eigenes Druckbild. Was ist das hier eigentlich so unglaublich viel... Da sind hier so unglaublich viele Mobs. Vielleicht müssen wir gleich nochmal ein bisschen Verstärkung uns holen. Bei meiner 1er Armee. Wobei, noch halten wir Stand, ne? Noch halten wir Stand. Wen soll ich töten? So. Könnten hier gleich nochmal einen Tower bauen, glaube ich, weil hier. Ist ja tatsächlich ständig ein Angriff. Das kann ich. Auf der anderen Seite dagegen sind kaum Angriffe. Alles klar. Arbeit abgeschlossen. Und wir haben relativ viel Gold. Allerdings, irgendwann sind unsere Goldminen natürlich auch zu Neige. Und ich spare ja gerade bewusst mein Geld, damit wir nicht über nicht wieder auf hohe Kosten kommen. Oh, hier regenerieren wir uns. Das ist doch nett. Wir sollen nochmal wieder speichern. Unten kommt jetzt ein Angriff. Mal nach langer Zeit wieder. Ja, mitten im Baum. Oh, und diesmal auch mit einem Katapult. Fällt mir jetzt nicht so richtig. Aber der dürfte keine Vision haben, oder? Das ist jetzt nicht so geil. Was soll ich tun? Klar, Mann. So. Ich kann nicht mehr warten. Ich wundert sowieso, dass... Oh, shit. Ich wollte ja gar nichts mehr bauen. Ich wundert sowieso, dass das so lange gedauert hat, bis mein Gegner da mal ein Katapult hingestellt hat. Arbeit abgeschlossen. Ja. Tastingo. Was ihr wolle. Unsere Stadt wird angegriffen. Arbeit abgeschlossen. Ja. Wir werden angegriffen. Aber gern. Was soll ich tun? So. Nicht den Weg vernachlässigen hier. Wie ihr meint. Elende Orks, die brennenden Meister überließen diese Quelle unserem Schutz. Ihr seid nicht würdig, dies dunkle Wasser zu trinken. Ich weiß nicht, was ihr seid oder wem ihr dient. Aber niemand stellt sich mir in den Weg. Ich kann nicht mehr warten. Oh, das sind aber schon relativ stark. Nee, eigentlich sind sie gar nicht so stark. Ja, tötet das mal eben hier. So. Ring des Schutzes.
Nee, Gesundheit. Ach, der ist nur einmalig. Große Macht geht von dem Teich aus. Doch spüre ich den Gestank eines Dämonenfluchs darin. Ich bin schon verflucht. Wenn dies Wasser den Sieg über Cenarius bringt, trinke ich es. Nein, das widerspricht allem, was uns der Kriegshäuptling lehrt. Die Wut darf nicht wieder über uns kommen. Nein, Krieger, wir müssen uns ihr öffnen. Wir müssen Boten der Zerstörung werden, wie es uns vorbestimmt ist. Ja, ich spüre die Macht wieder. Kommt, meine Krieger, trinkt von dem dunklen Wasser und werdet wiedergeboren. Ich denk drüber nach, wie ihr meint. Muss ich die jetzt alle davon trinken lassen? Karstorks können jetzt statt normaler Einheiten gebaut werden. Endlich. Arbeit abgeschlossen. Ich denk drüber nach. Arbeit abgeschlossen. Also wir können jetzt Karstorks bauen. Machen wir das doch mal. Ich kann nicht mehr warten. So, Chaos Hexmeister haben ganz andere Zauber als Ork-Schaman. Okay. Wir speichern mal. Ork 15. Ich denk drüber nach. Häuptling, diese Kreaturen setzen uns schwer zu. Und ihr Halbgott lauert immer noch im Wald. Wie können wir ihn nur besiegen? Schwachsinniger Feigling! Nichts ist unbesiegbar! Wenn wir leben wollen, muss dieser Cenarius sterben! Gut, Cenarius töten ist unsere Aufgabe. Das heißt, wir werden jetzt gleich Einheiten in den Tod schicken. Ich kann nicht mehr warten. Und dann einfach wieder mit neuen Einheiten ersetzen. Ganz normal. Das heißt, unsere schöne Verteidigung wird gleich nicht mehr so viel wert sein. Aber sie hat uns viel geholfen, muss man wirklich sagen. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das zu bauen. Ja, maximale Essensbeschränkung. Das heißt, wir können gleich auch endlich wegwerfen. Ohne schlechtes Gewissen. Erstmal müssen wir jetzt unsere Armee eben durch die Portale zurückschicken. Das macht sie ja schon schön von selber. Wir werden angegriffen. War klar. So. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Die Viecher. Tastingo. Tastingo. Mach dem und Tastingo, was ist das denn bitte für ein Wort? So, und dann heißt es gleich angreifen. Haben wir noch irgendwelche Upgrades? Guck mal, hier gibt es doch noch ein Upgrade. Warum haben wir das denn hier erforscht? Mein Leben für die Horde. So. Alle Einheiten jetzt mal nach dort. Kann nicht mehr warten. Mein Leben für die Horde, was ihr wolle. So, und wenn ihr jetzt endlich gleich mal angekommen seid, können wir auch wieder angreifen. Angriff auf die blaue Basis. Ich denk drüber nach. Endlich. Meister. Wohin soll ich gehen? Was ihr wolle. Wie ihr meint. Kriegshäuptling, ich kann nicht mehr warten. So. Wir werden vermutlich jetzt einige Einheiten verlieren, aber das sollte ja inzwischen egal sein. Ist das schön hier. Forschung abgeschlossen. Was ihr wolle. Ich kann nicht mehr warten. Meister. So, alle da rein. Alles zerstören hier. Hurtum des Wissens. Wer braucht denn sowas?
Redet mal die überwucherte Goldmine. Wir könnten uns überlegen, ob wir hier gleich nochmal ganz normale Goldmine nutzen wollen. Aber warum nicht, ne? Oh. Die Dämonen haben gut gearbeitet. Ihr Kreaturen seid so tollkühn und blutgierig, wie sie es schon immer waren. Wir Orks sind frei, Halbgott! Das redet ihr euch selbst ein, ja? Was immer ihr glauben mögt, ihr seid nicht besser als der eklige Eiter, der durch eure Adern fließt. Ah, aber du nimmst ganz schön viel Schaden hier. Verdammt! Ah! Ihr könnt mich nicht überwinden. Das sehe ich anders. Ich bin das Herz des Landes. Der Halbgott ist gefallen. Die Warsong sind unschlagbar. Das war's schon. Seid gegrüßt, Gromar. Manort, das kann nicht sein. Ich komme, um euch und eure Brüder heimzuholen. Zwar habt ihr Orks die brennende Legion schon einmal enttäuscht, doch nun werdet ihr uns wieder dienen. Nein, wir sind frei. Dumme, jämmerliche Kreatur. Ich bin die Wut in euren Herzen. Ich bin eure tollwütigen Gedanken. Ich gab euch die Macht, Chaos in die Welt zu tragen. Und bei der endlosen Leere, das werdet ihr. Tja, das war's wohl mit der Freiheit. Zumindest von einem Teil der Orks. Aber wir haben ja immer noch den guten Thrall. Der dürfte ja eigentlich nicht davon befallen sein. Und ich kann mir vorstellen, dass wir zu dem wieder zurückkehren werden. Kann ich jetzt irgendwie zum Hauptmenü zurück? Nee, kann ich nicht. Zur selben Zeit am Fuße des Stone-Litton-Gipfels werden wir uns aber erst beim nächsten Mal aufhalten. Denn das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. War eigentlich eine schöne Mission. Hat mir gefallen, war mal ganz anders. Und ich habe so dermaßen viele Tower noch nie gebaut, aber hat funktioniert. Hat gut funktioniert, muss man sagen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts die nächste Folge klicken. Unten rechts ein Aspekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.